Und wir beginnen mit Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt. Herausgelöst haben wir aus besonderem Anlass, und da habe ich mich auch sehr stark gemacht. Sie wissen ja, welche Kontakte ich dazu auch innerhalb der Berufsverbände und der Kammern auch in den letzten Tagen dazu nochmal hatte. Herausgelöst haben wir den Bereich der Friseure und dann auch der notwendigen körpernahen Dienstleistungen, die wirklich als notwendig zu deklarieren sind und demzufolge im Bereich der Fußpflege ohne Rezept und medizinische Direktindikation, sondern auch als Prophylaxe dann greifen soll, was wir dann auf dem Verordnungswege auch klarstellen müssen, sodass wir also schon innerhalb der morgen im Kabinett zu beschließenden Grundsatzverordnung für die nächsten 3 Wochen, wir schon dieses versuchen, ab dem 1.3. wirksam werden zu lassen und juristisch auch dann zu formulieren. Und dann in der Verkündung zum Wochenende dann ab Montag schon greift. Und wie gesagt, dieser Bereich, den ich gerade beschrieben habe, ist dann ab 1.3. scharf geschaltet. Ich habe mich bemüht, und das war auch noch Konsens, dann in der Ministerpräsidentenkonferenz noch eine Woche das Ganze vorzuziehen. Bis auf 2, 3 Kollegen war da die Mehrheit da. Das ist aber dann im Gesamtkontext vom Kanzleramt nicht akzeptiert worden, weil wir im Bereich der Schule ja doch jetzt deutliche Schritte nach vorne machen, wo also die Kontaktdichten sehr, sehr hoch gefahren werden in den nächsten Wochen. Und wir das natürlich erstmal auch abwarten müssen bezüglich des Einflusses auf die Infektionszahlen, sodass wir nicht einen Rückfall haben in Zahlen, die wir gerade jetzt hinter uns gelassen haben. Ich weise darauf hin, dass aber das andere, was in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich im Sinne der Kultusverantwortung, der Bildungsverantwortung wahrgenommen wird, bei uns in der schon entschiedenen Situation verbleibt. Das heißt, die Schulen bleiben zu bis zum 28.02. Und wir würden dann sukzessive reinfahren, Details dann morgen nochmal nach der Kabinettssitzung ab 1.3. In einigen Ländern fängt man ein paar Tage früher an. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Strukturen und Schulsysteme man hat, welche Jahrgänge sich sozusagen auf welche Altersgruppe dann auch kaprizieren. Und wie gesagt, wir bleiben da bei unserer Planung, sodass also die Planungssicherheit auch ein entscheidendes Gut ist. Und wir bis dahin auch nochmal massiv die Testmöglichkeiten hochfahren, damit also auch die Lehrerinnen und Lehrer dort an der Stelle und die Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Stelle dann auch erstmal testseitig sich schützen können, beziehungsweise eben auch Vorsorge treffen können. Wir haben zusätzlich vereinbart, dass mittelfristig wir über die Gesundheitsministerkonferenz im Zusammenhang mit der Ständigen Impfkommission des Bundes und des Bundesgesundheitsministeriums und Ministers Jens Spahn eine Korrektur ins Auge gefasst wird, was die Zuordnung der Personengruppe der Kita-Mitarbeiter und der Lehrerinnen und Lehrer anbelangt bezüglich der Impfpriorität. Das heißt, es war sozusagen der Prüfauftrag, ob es möglich ist. Und das soll, wenn es machbar ist und von allen genannten unabhängigen Gremien auch mitgetragen wird, als politische Setzung dann dazu führen, dass dieser Personenkreis dann in der Kategorie 2, also in der Prioritätengruppe 2 zu liegen kommt. Das heißt aber trotzdem, dass die Kategorie 1, die Priorität 1, erstmal durchgeimpft sein muss. Sodass also jetzt nicht erwartet werden kann, dass jetzt es um den 1. März oder danach schon mit diesen Impfungen losgeht, sondern Jens Spahn hat sozusagen aufgrund seiner jetzigen Hochrechnung, was die Liefermöglichkeiten der entsprechenden Hersteller anbelangt, so eher auf vielleicht Ende April, Mai bis Anfang Juni, ist ja doch eine große Zahl bundesweit, dort sich entsprechend nicht festgelegt, aber zumindest das in Aussicht gestellt.
aber auch ganz klar mit dem Impfstoff verbunden, der nicht für die vulnerablen Gruppen, also für die ab 80-Jährigen zum Beispiel, jetzt entsprechend zur Anwendung kommt. Das ist, wie gesagt, eine politische Formulierung, die muss ja dann in einer Verordnung Platz finden. Der politische Auftrag dem Grunde nach ist erteilt, auch durch die Kanzlerin. Inwieweit das dann konkret und auch zeitlich auf eine Zeitschiene gesetzt werden kann, das muss man jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Wichtig ist das politische Zeichen heute aus der Ministerpräsidentenkonferenz, dass wir wissen, dass diese Berufsgruppen sich nur bedingt selber schützen können, was die Abstandshaltung anbelangt, weil ja doch die Kontaktnähe und Dichte bezüglich der Kinder und Jugendlichen in Kitas und in Schulen entsprechend groß ist. Inwieweit werden die Länder nun einheitlich oder zumindest ähnlich agieren? Das ist nun die spannende Frage. Von Sachsen-Anhalt wechseln wir nach Thüringen. Dort hat sich Ministerpräsident Bodo Ramelow zu den Bund-Länder-Beschlüssen geäußert und welche Pläne es bei ihm für die Öffnung von Schulen und Kitas gibt. Wir sind noch mitten in einem Geschehen, bei dem wir noch nicht wissen, ob die Infektionen sich weiter nach unten bewegen, was in einem Großteil der Bundesrepublik gerade geschieht, oder ob durch die südafrikanische bzw. die britische Mutation eine neue Form von aggressiver Infektion stattfindet, die einen derartig radikalen Anstieg nach sich zieht, wie es in anderen Ländern schon geschehen ist. Also Irland sei uns ein alarmierender Hinweis. Und auch das, was in unserer tschechischen Nachbarland passiert war, nachdem die durch den Lockdown gegangen sind und anschließend die Infektionszahlen derart hochgegangen sind, dass wir in Sachsen und Thüringen die Ersten waren, die dann die Neuinfektionen abgekriegt haben. Wenn man sich die Landkarte in der Farbe des Robert-Koch-Instituts anguckt, sieht man, dass wir nach wie vor in Thüringen auf Platz 1 liegen und dass wir nach wie vor mit einem Infektionsgeschehen zu tun haben, das durchaus noch uns immer wieder alarmiert sein lässt, dass wir genügend Kapazitäten vorrätig haben müssen, um Menschen medizinisch zu begleiten und die Aufgaben zu lösen, die alle anstehen, nämlich bei Kindern und Schule wieder eine Perspektive zu öffnen, dass Kinder jetzt nicht allein gelassen werden. Deswegen haben wir ja schon in Thüringen eine Maßnahme ergriffen, die lautet, dass die Lehrer und Kinder, die keinen Kontakt mehr in den letzten Wochen hatten, jetzt intensiv betreut werden. Das heißt, dass wir offiziell die Schulen geschlossen haben, trotzdem uns anfangen, deutlicher darum zu kümmern, dass wir den Kindern zuallererst beistehen, die jetzt die Hilfe am nötigsten haben, ohne dass dadurch gleich wieder eine große Bewegung in unserem Bundesland ausgelöst wird. Wenn das Infektionsgeschehen es in Thüringen hergibt, werden wir auch die Schule bzw. den Bereich Kindergarten so aufstellen, dass wieder mehr möglich ist, ohne eine größere Gefährdung auszulösen. Eine zweite für mich gute Nachricht ist, dass heute die Soforthilfen, die sogenannten Soforthilfen 3, die ja lange gehapert haben, weil es ein Software-Thema war, dass diese heute komplett freigeschaltet worden sind. Das heißt, die Firmen, die dringend Hilfe benötigen und die Hilfe jetzt auch beantragen wollen, können dies ab sofort in der Thüringer Aufbaubank machen. Die Seiten sind freigeschaltet. Ich habe mich vorhin schon davon kundig gemacht und es ausprobiert, einfach nachvollzogen, weil wir in der Ministerpräsidentenkonferenz die Ankündigung hatten, dass die Gelder und die Software von Seiten des Bundes freigegeben worden sind. Und die Thüringer Aufbaubank hat sofort unmittelbar darauf reagiert, sodass wir auch schon mit Hilfszahlungen Zwischenfinanzierung machen können, bevor die Bürokratie abgearbeitet ist. Das heißt, wir warten jetzt nicht endgültig auf die Bürokratie, sondern haben einen Zwischenschritt ermöglicht. Das ist eine Thüringer Möglichkeit, die der Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee in den letzten Tagen mit Hochdruck mit der Thüringer Aufbaubank ermöglicht hat. Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz sehr intensiv über das Thema Impfen geredet. Heute
An und für sich ist heute ein guter Tag für Thüringen. Heute sind zum ersten Mal mehr Menschen in Thüringen, mehr Einwohnerinnen und Einwohner in Thüringen geimpft worden, wie tatsächlich bisher von dem Virus infiziert worden sind. Wenn die Dynamik des Impfens jetzt anhält, werden wir tatsächlich diejenigen eher schützen können, die geschützt werden müssen. Im Moment die älteren Menschen, dann diejenigen, die in den Krankenhäusern, an den Patienten arbeiten. Aber wir haben auch in der Ministerpräsidentenkonferenz darüber geredet, dass diejenigen, die in Schule und Kindergärten tätig sind, wo die Kinder so klein sind, dass man mit den normalen Regeln miteinander nicht umgehen kann, sondern dass man wirklich auch dort die Möglichkeit schafft, ob diese Menschen beschleunigter geimpft werden könnten. Das ist als Prüfauftrag ausgelöst worden. Und wir haben noch mal deutlich gemacht, welche Erwartungen wir haben Richtung Bundesregierung, dass das Anschaffen von Impfserien, der Impfstoffmenge und der weiteren Impfstoffe, die zur Verfügung gestellt werden. Im Moment ist ja in der Prüfung auch Sputnik 5 und auch der chinesische Impfstoff ist, soweit ich weiß, in der Prüfung. Dass also zu erwarten ist, dass es weitere Impfmengen und Impfserien gibt, sodass wir mit dem Impfen der Menschen schneller dorthin kommen, wo wir hinkommen müssen, uns nämlich als Menschen zu schützen vor diesem Virus. Aber eins will ich klar sagen, die Sorge vor einem starken Anstieg von Infektionen, wenn wir zu früh, zu schnell und zu viel auf einmal wieder an Berührungen und Begegnungen schaffen, ist eine der Hauptsorgen, weil das ist eine Erfahrung, die man in allen anderen europäischen Ländern zumindest nachvollziehen kann. Und der Schutz der Bevölkerung ist schon so wichtig, dass wir dieses in einem gestuften Verfahren machen. Und am liebsten wäre uns, wenn wir genügend Impfserum hätten, damit der einzelne Körper, der Mensch, der Wirt, der dieses Virus trägt, dass der geschützt wird. Wir müssen mehr über den Wirt reden, also über uns Menschen und weniger über das Virus.